Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Bald beginnt wieder die Schule und aktuell sind wir alle in diesem Back-to-School-Fieber. Und während es ganz viele Videos mit Tipps für gute Noten auf Social Media gibt, dachte ich mir, ich teile euch heute mal ein paar Dinge, die ihr nicht machen solltet. Also in einem Video mit Tipps, was ihr machen solltet, heute mal ein paar Fehler, die viele machen, die ich auch selbst teilweise gemacht habe, Fallen, in die man gerne mal reinfällt, die wir aber möglichst vermeiden wollen, um eine gute Schulzeit zu haben. Vergesst ihr nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Hier kommen jetzt zweimal die Woche neue Videos online zu den Themen Schule, Organisation, Produktivität und alles rund ums Lernen. Deswegen abonniert auf jeden Fall, um keine weiteren Videos zu verpassen, denn sie werden euch ganz, ganz viel mehr Wert mitgeben. Und heute fangen wir erstmal an mit den Back-to-School-Fehlern. Viel Spaß dabei. Ich würde auch gerne mein Hemd ausziehen, aber ich hatte einen kleinen Fahrradunfall und seitdem habe ich hier ein Pflaster. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen abdecken. TMI für euch. Auf Social Media sehen wir so, so viele Videos und Bilder mit den perfekten Handschriften, mit den perfekten Lernzetteln und wunderschönen Schriften und so weiter. Und ich kann euch sagen, meine Lernzettel sahen scheußlich aus. Und das sage nicht nur ich so, wegen Pushing for Compliments oder so. Ich habe wirklich Nachrichten bekommen von Leuten, die sollten Komplimente sein, war so ein bisschen backhanded, da meinten einfach Leute, ja, es freut mich voll, dass du eine hässliche Handschrift hast, weil du hast mir dadurch Mut gegeben, dass ich auch keine schöne Handschrift brauche. Ich ärgere mich über diese Kommentare nicht, weil ich finde das gut und ich mache mich darüber jetzt immer lustig, dass meine Handschrift wirklich grottig aussieht und dass meine Lernzettel auch wirklich so hässlich waren immer. Der Punkt ist der, ihr braucht keine ästhetischen Lernzettel, wenn sie effektiv sind. Beziehungsweise ich glaube auch, viel Zeit in die Lernzettel reinzustecken, muss nicht unbedingt heißen, dass sie auch gut sind. Falls es euch hilft, falls es euch Spaß macht und falls ihr die Zeit habt, dann macht das auf jeden Fall. Natürlich könnt ihr das machen, ihr braucht es aber nicht. Und ich glaube, es ist ein großer Fehler zu denken, man müsste wunderschöne Lernzettel machen, um damit erfolgreich zu sein, denn das stimmt nicht. Vielleicht nochmal dazu zu sagen, ich habe dieses Jahr Abitur geschrieben mit einem Schnitt von 0,8. Also bei mir hat es auch geklappt, ohne wunderschöne Lernzettel und Schriften zu haben. Genauso kennen wir auch den ganzen Schreibwaren-Hype auf Social Media, gerade irgendwie auf TikTok und Instagram, wenn man diese tausende Highlighter und Textmarker und sowas alles sieht. Und ich finde aber, dass eine übermäßige Highlighter-Benutzung sehr, sehr kontraproduktiv ist. Denn alles zu markieren ist ja genauso, als würde man nichts markieren, weil man dann gar nicht mehr einen Durchblick hat. Ich würde mir wirklich nur bestimmte Highlighter, also diese Textmarker raussuchen, nur so 3, 4 und die dann aber auch in Kategorien einteilen. Also genau für jedes Fach einfach zu bestimmen oder für jede Methode zu bestimmen, wann man welche Farbe benutzt. Also zum Beispiel blau ist für Vokabeln, grün ist für Grammatik und so weiter. Oder man sagt, ja, mit gelb markiere ich alle Systeme und Prinzipien, die wir haben und mit lila irgendwelche Beispiele oder so. Aber nicht wirklich übermäßig markieren, alles markieren oder so, sonst dann hast du ja auch keinen Überblick mehr. Also ich kenne es auch in Klausuren, saßen neben mir teilweise Leute, die wirklich alles markiert haben und ich finde es auch super schwierig zu selektieren, was jetzt wirklich wichtig ist. Aber das sollte man lernen und da nicht alles übermäßig markieren, weil das nichts bringt. Der nächste Punkt ist, die Prokrastination zu rationalisieren. Ein Szenario, was wir alle kennen, ist auf jeden Fall nach Hause zu kommen nach der Schule, den ganzen Tag über nichts zu machen und Dinge immer wieder aufzuschieben. Mir ging es auch ganz oft so, auch am Wochenende, auch in den Ferien. Die meiste Zeit wollen wir nicht wirklich was für die Schule machen, gerade irgendwie Hausaufgaben oder lernen. Und es gibt auch verschiedene Methoden, die man anwenden kann, aber wir müssen nun mal Dinge erledigen und auf lange Zeit gesehen werden sie uns ja auch helfen. Was mir aber vor allem geholfen hat, ist wirklich, das Prokrastinieren nicht als Ausrede zu nutzen, beziehungsweise keine Ausreden mehr dafür zu finden. Weil ganz oft meinte ich zu mir, hey, ich bin gerade irgendwie wirklich, weiß ich nicht, müde oder was auch immer, dass ich nicht lernen kann. Und in vielen Fällen stimmt das natürlich auch. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Toxic Productivity hier predigen. Aber ganz was bei mir so, dass ich immer irgendwelche Ausreden gefunden habe, warum ich jetzt nicht arbeiten kann, die nicht wirklich gestimmt haben. Da ist dieser kleine Check ganz wichtig. Und gerade wenn das öfter vorkommt, würde ich euch auf jeden Fall raten, entweder euch professionelle Hilfe zu suchen, falls ihr sagt, ihr habt wirklich nicht die Kraft dazu oder so. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann holt euch bitte Hilfe. Ich habe bei mir aber auch gemerkt, dass ich immer so kleinere Ausreden finde, wo ich etwas nicht machen kann und dann Dinge immer wieder aufschiebe. Der nächste Punkt ist das unstrukturierte Lernen. Wenn wir für Klausuren lernen, können wir natürlich einfach irgendwie wild anfangen und alles uns angucken, alles uns durchlesen, alles uns irgendwie abfragen.
wird vielleicht auch irgendwie klappen, aber ihr werdet sehr, sehr viel Zeit damit verschwenden. Ich würde euch wirklich raten, euch vorher einen Plan zu machen. Vor jeder Klausur zu wissen, was rankommt in der Klausur, was die Themen sind. Dann einteilen, welche Themen kann ich gut, wird für mich nicht so leicht. Welche muss ich nochmal grundlegend durchgehen, welche muss ich nur kurz wiederholen. Und dann wirklich einen Zeitplan vielleicht auch machen, damit ihr eine Struktur habt. Weil das hilft euch nicht nur beim Lernen generell, sondern auch einfach eurer Mental Health, finde ich persönlich. Weil bei mir war das immer so, wenn ich einen Plan hatte und wusste, was ich vor mir habe, konnte ich viel ruhiger sein, viel stressfreier sein, weil ich genau wusste, dass ich alles in der Zeit auch hinkriegen würde. Und nicht, wenn ich weiß, ich habe noch diese 20 Aufgaben und ich fange jetzt mal an, mache alles ein bisschen so. Und dann hat man nicht so wirklich einen guten Plan und fühlt sich deswegen auch nicht so gut. Genauso ist es ein wichtiger Punkt, nicht die Zeit mit unnötigen Details zu verschwenden. Ja, man möchte alles richtig machen, man möchte alle Aufgaben schaffen, man möchte alles perfekt machen, viele zumindest, man kann das aber nicht. Ich glaube, in den unteren Klassen klappt das noch ganz gut, dass man alles schafft, aber vor allem in Klausurenphasen oder so kann es mal sein, dass man vielleicht nicht alles schafft. Beziehungsweise nicht für alle Dinge die gleiche Energie aufwenden kann. Und da habe ich mir immer überlegt, was ich priorisieren möchte. Und das ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwer, pauschal zu sagen, ob ich jetzt sage, ja, priorisiert euren Mathekurs, euren Deutschkurs, wie auch immer, kann ich jetzt für euch nicht sagen. Das kommt nämlich ganz darauf an, was ihr alles für Fächer gewählt habt, mit welcher Klasse ihr gerade seid und so weiter. Also ich habe zum Beispiel ein ganzes Video zur Oberstufe schon mal gefilmt, in dem ich euch genau erklärt habe, auf was man in der Oberstufe im Abitur seinen Fokus legen sollte, was im Endeffekt auch die meisten Punkte bringt. Das wusste ich vorher auch nicht. Ist ein ganz wichtiges Video für alle, die Abitur schreiben oder in Zukunft Abitur mal machen. Guckt es gerne an, da habe ich alles ganz genau erklärt. Denn man muss Dinge wirklich einfach priorisieren, weil man nicht für alle Dinge genau den gleichen Aufwand erbringen kann. Und ein Fehler ist es auch, keine Fragen im Unterricht zu stellen. Ohne Spaß, im Unterricht aufzupassen, Fragen zu stellen, den Stoff zu verstehen, hat mir das Leben und das Lernen unglaublich viel einfacher gemacht. Und letztendlich glaube ich auch, dass meine Note oder meine guten Noten, mein guter Abischnitt im Endeffekt ganz, ganz viel daraus bestand, dass ich im Unterricht immer gut mitgemacht habe und nachgefragt habe. Weil wenn man im Unterricht nicht nachfragt, was nicht versteht, muss man das sich zu Hause alleine erklären. Das geht manchmal gut, manche Themen kann man sich gut alleine erklären. Vielleicht auch sogar besser als der Lehrer, wenn der Lehrer nicht so gut ist. Aber in vielen Fällen hast du ja eine Person, die das Thema versteht, vor dir. Und zwar die lehrende Person. Und ich weiß, es ist manchmal gruselig und fühlt sich blöd an, sich zu melden und zu fragen. Aber habt keine Angst, viele Menschen haben Fragen. Wahrscheinlich haben einige in dem Raum die gleiche Frage wie ihr und die helfen ihnen damit, indem ihr die Frage stellt. Falls ihr noch mehr Tipps wollt und braucht für die mündliche Note, gerade wenn ihr irgendwie schüchtern seid, ein bisschen Angst davor habt, habe ich auch mal in einem Video meine besten Tipps geteilt. Guckt da auf jeden Fall gerne vorbei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dass ihr auf jeden Fall den Kanal hier abonniert, die Glocke aktiviert, ein Like vielleicht gebt, einen Kommentar schreibt und vor allem auf anderen Plattformen wie TikTok und Instagram, die auch noch folgt. Mein Podcast ist auch wieder online, also ihr habt ganz viel Content, falls ihr mehr von mir hören und sehen wollt. Bis dann. Tschüss.